Herzlich willkommen in Arcanum. Wir sind immer noch in Quintara unterwegs. In der letzten Folge habe ich diesen Schlüssel dahergesch. Warte mal, den zeige ich euch hier. Ding und tralala. Diesen Schlüssel hier hergestellt. Wir könnten also jetzt langsam mal die Sache mit dem Eisenclan angehen. Aber alles zu seiner Zeit. Dann möchte ich jetzt mal gerade gucken, ob diese eine Quest bereits verfügbar ist, die hier beschrieben ist. Die machen wir zum Schluss. Und noch weiter hinter, ziemlich kompliziert, aber irgendwie gut gemacht. Also, wenn man sich den Wald im Hintergrund mal anschaut, weit unterhalb dieser Gipfel hier. So. Was war hier? Nix, ne? Genau, hier soll auch nix sein. Aber hier, ne? Würdest du bitte mal. Reden wir mal mit ihm. Verschwindet aus meinem Haus! Habt ihr ein Problem, bei dem ich euch helfen könnte? Oh, ihr seid einer von denen, was? Zorn mag keine schwachsinnigen Abenteurer, die ihre Nase in seine Angelegenheiten stecken. Lasst mich in Ruhe, bevor ich mich gezwungen sehe, euch zu verprügeln. Ich weiß, dass der aggro wird, wenn ich jetzt. Ich probier's mal aus. Euer Name lautet Zorn, irgendwie treffend. Wie oft muss ich euch noch bitten, mich in Ruhe zu lassen? Vier. Also damit würde ich ihn provozieren. Ich glaube, ich gehe. Gut, hier geht erstmal nix. Ja, drei ist hier drüben. Da, noch weiter rüber, hier. Ich habe immer, wie immer, am Laptop eine Karte von Quintara momentan. Hallo, warte mal. Vielleicht können wir mal wieder. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Nehmen wir mal eine Buttel zu trinken. Was? Wieso heilst du mich? Ich hab doch jetzt. Na, egal. Bei den Klauen des Drachen, ein Berserkerkönigin. Ich jetzt gehen tu. Also gut, in dem Zustand kriege ich kein Wort aus ihm raus. Ich muss es mit Normalintelligenz versuchen. Schade, ich wollte mal wieder meinen Spaß haben. Oh je, das Leben in der zivilisierten Gesellschaft muss euch wirklich schwerfallen. Es überrascht mich, hier einen Zwerg zu treffen. Wir sehen ihn gerade leider nicht. Warte mal. Vielleicht gehe ich mal näher ran, dass wir ihn wenigstens mal sehen. Genau, so besser. Das ist mein Zuhause. Was wünscht ihr von mir? Ich bin auf der Suche nach den Elfen, die für die Verbannung des Schwarzberg-Clans verantwortlich zeichnen. Davon weiß ich nichts. Ich habe meine zwergische Herkunft völlig entsagt und um hier die Kunst der Magie zu studieren. Informationen dieser Art erhalte ich nur von Ravena. Also der Zwerg ist offenbar völlig aus der Art geschlagen, weil die meisten Zwerge haben normalerweise nichts mit Magie zu tun, sondern sind Techniker. Ihr seid ein Magier, das scheint mir etwas ungewöhnlich. Ich fühle mich schon mein ganzes Leben zur Magie hingezogen. Im Gegensatz zu den meisten Zwergen hatte ich nie eine Affinität für technische Dinge. Deshalb lebt ihr also hier? Mein Lehrer Zorn hat eingewilligt, mein Tutor zu sein, und ich kann erst gehen, wenn mein Vertrag erfüllt ist. Das hört sich fast an, als würde er am liebsten jetzt schon gehen. Ja, stimmt. Ich ertrage das Leben unter diesen Elfen nicht. Ich dachte, meine Vorliebe für die Magie würde mich ihnen irgendwie gleichstellen. Aber dem ist nicht so. Ich muss aus dieser Sklaverei entkommen, bevor ich noch verrückt werde. Wie lange genau läuft euer Vertrag? Mein Vertrag läuft bis zum Ende von Zorns Leben. Als Gegenleistung dafür, dass er mich in den Künsten der Magie unterrichtet, habe ich eingewilligt, ihm zu dienen. Aber dieser verbitterte alte Elf hat bestimmt noch gut 2, 3 Jahrhunderte vor sich. Warum habt ihr dann einen solch unbestimmten Vertragsdauer zugestimmt? Kein anderer Elf wollte einen Zwerg als Lehrling. Es war das beste Angebot, das ich bekommen konnte. Am Anfang war es ja auch nicht übel, da war Zorn auch allenfalls als sauertöpfisch. Aber in den letzten 50 Jahren ist er zunehmend verbittert geworden.
Es wird immer schwerer für ihn zu arbeiten. Ich weiß nicht, was ich machen werde, wenn ich ihn nicht überzeugen kann, mich bald gehen zu lassen. Warum geht ihr nicht einfach weg? Ich würde mich nie derart entehren. Außer seinem Tod kann mich nur sein Wort von dem Vertrag entbinden. Vielleicht kann ich ja ihn ja überzeugen, euch gehen zu lassen. Ich kann ihn für euch töten, das hat natürlich seinen Preis. Nein, ich mach das nicht. Warum sind Zwerge nur so verstockt? Verlasst den verdammten Narren doch. Ich hoffe, ihr findet. Nee, vielleicht kann ich ihn ja überzeugen, euch gehen zu lassen. Danke für das Angebot, aber jegliche Einmischung eurerseits würde ihn nur noch mehr verärgern. Und er würde mich umso mehr quälen. Wenn ihr euch da ganz sicher seid, werde ich wohl jetzt gehen. Tja, das gab keine Quest. Wie schön, ich verabschiede mich. Da geht jetzt gerade nichts. Ja, dann schauen wir nochmal zu diesem Zorn hinter, ob sich da jetzt was getan hat. Ob da jetzt was getriggert ist. Ich will nicht spoilern, aber ich habe ja die Beschreibung am Laptop, deswegen weiß ich schon, wonach ich gerade suche. Ja, genau. Du siehst die Leiche von Zorn, Jörmunds Mentor, vor dir. Er scheint keine Anzeichen für Gewalt oder einen Kampf zu geben. Was ist das? Dieses leere Weinglas verströmt einen merkwürdig strengen Geruch. Das ist also ein Beweisstück. Kann er behalten, brauche ich nicht. Noch irgendwas von Belang? Nö, irgendwie nicht. Ich habe jetzt hier noch einen Indiz. Dann gehe ich jetzt nochmal zu dem Zwerg und sag ihm mal, dass Zorn tot ist. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Also der Zwerg war es nicht, obwohl er einen Grund hätte. Wir standen ja neben ihm. Er hat also ein Alibi. Oh, wer bist du denn? Elfenwache? Was führt euch hierher? Jörmund wurde wegen Mordes verhaftet. Mord? Wen soll er denn umgebracht haben? Er hat seinen Mentor Zorn getötet. Jedermann in Quintara weiß von Jörmunds Abneigung gegen Zorn und seinem Wunsch, aus dem Vertrag entlassen zu werden. Das beweist aber nicht, dass er ihn getötet hat. Das ist alles sehr interessant. Dürfte ich wohl hineingehen und mit ihm sprechen? Sicher, geht nur hinein, aber versucht keine Tricks. Ich werde von hier draußen zuhören. Tu das. Da seid ihr ja wieder. Warum habt ihr ihn getötet, um aus eurem Vertrag entlassen zu werden? Lieber verbringe ich meine verbleibenden Jahre still und stumm, als die Hand zu heben gegen meinen Mentor, ganz gleich wie groß meine Abneigung gegen ihn auch sein mag. Das glaube ich ihm auf jeden Fall. Wenn ihr ihn nicht umgebracht habt, wer dann? Ich habe absolut keine Ahnung. Wie wurde er getötet? Das weiß ich nicht. Vielleicht erhaltet ihr mehr Informationen, wenn ihr den Captain der Garde direkt befragt. Das ist eine gute Idee. Ich werde zurückkehren. Vielleicht lasse ich euch auch einfach hier verrotten. Nee, also ich versuche ihm zu helfen. Dann rede ich mal mit dir. Könntet ihr mir wohl sagen, wie Zorn getötet wurde? Das wissen wir bis jetzt noch nicht. Momentan wissen wir nur, dass wir keinen Hinweis auf Verletzungen durch Waffen gefunden haben. Was ist mit Magie? Man hätte das mit Leben aussaugen schaffen können. Nein, wir von Quintara haben ein sehr feines Gespür für solche Strömungen. Falls schwarze Nekromantie angewandt worden wäre, hätten wir das gespürt. Interessant. Danke für die Information. Also schwarze Magie war es wohl nicht. Wir haben ja als Beweismittel dieses Glas hier, na? Das werden wir wohl irgendwen analysieren lassen müssen. Wir hatten doch, wie hieß die gleiche wieder? Die Apothekerin. Warte mal, wo ist die? Bei 5, hier unten, Moment, hier nicht. In den mittleren Weg rein. Also die Apothekerin müsste doch zumindest herausfinden können, was in dem Glas drin gewesen ist, oder? Versuchen wir es mal.
Ja, der Zwerg hätte natürlich ein Motiv, aber der war es nicht. Erstens wäre das zu einfach und zweitens glaube ich ihm das. Und drittens standen wir ja bei ihm, als kurz vorher war ja zwar noch am Leben, wir haben ja von ihm eine ziemlich heftige Abfuhr bekommen. So. Dann reden wir mal mit ihr. Ei, eine wilde Frau. Und sonst hast du nichts zu sagen, oder was? Irgendwie nicht. Ich bin hier schon richtig, oder? Eigentlich ja. Gut, vielleicht später. Also, das müsste die Apothekerin gewesen sein. Was ist denn mit Illumin? Seid gegrüßt, dürfte ich wohl einen Augenblick eurer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen? Sicher, was braucht ihr? Wie wär's mit einem Tauschgeschäft? Ist das Ding was wert? Nö, das will er auch gar nicht haben. So ein Ring könnte ich schon noch brauchen, den nehmen wir mit. Und so ein dorisches Amulett haben wir auch noch Verwendung für. Er hat schon eins, ne? Genau. Und du kriegst jetzt auch eins, ne? Außerdem kriegst du auch so einen Ring, dann machst du nämlich mehr. Oh, nee, der nutzt ja gar nichts. Null magische Energie verfügbar und der hier? Bisschen was. Und kannst du mit dem Ding was anfangen? Nö, auch nicht. Er natürlich schon, ist klar. Dann kriegst du das Teil. Bei ihm hat das Ding immerhin 50% Effekt. So. Speichern mal ganz kurz. Ja, Wer kann mir denn da sonst noch Auskunft geben? Reden wir mal mit dem hier. Was führt euch in die Stadt Amazone? Der hat nichts zu sagen. Hast du was zu sagen, Eine Elfenadliger? Barbarenkreatur in den Bäumen von Quintara? Das sieht man hier nicht alle Tage. Verzeihung, aber ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Nein, ihr habt recht. Wir sind einander nie begegnet. Die Elfenfrau sieht dich gleichmütig an. Ihre Haut ist hell, fast durchscheinend. Ihr Haar ein dunkles Scharlachrot, fast schwarz. Sie ist wunderschön, aber sehr ernst. Abweist. Fein. Wie lautet euer Name, Madame? Mein Name ist sehr alt und sehr lang. Es wäre vielleicht das Beste, wenn ihr mich einfach Ravena nennen würdet. Sie denkt einen Moment nach. Ihre grünen Augen funkeln. Interessant. Habt ihr wohl einen Moment Zeit? Natürlich. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Sicher. Wie darf ich euch behilflich sein? Ich muss mit der Silberfürstin sprechen, das ist die Hauptquestreihe. Die Silberfürstin? Oh, ihr meint meine Mutter. Das ist eine stolze Bitte. Die Erfüllung wird nicht leicht gewährt. Sie kneift die Augen zusammen. Glaubt mir, Ravenna, sie wird mit mir sprechen wollen. Und glaubt mir, wenn ich sage, dass niemand meine Mutter zu sehen bekommt, wenn ich es nicht für erforderlich halte. Sie mag zwar unsere Königin sein, doch die Tagespolitik hier in Quintara liegt in meinen Händen. Ich verstehe. Wie kann ich euch von der Dringlichkeit meiner Mission überzeugen? Ihr bekommt eure Chance. Vergebt mir, wenn ich etwas kurz angebunden bin, aber mir geht heute viel durch den Kopf und es ist viel zu tun. Sobald ich die dringendsten Angelegenheiten erledigt habe, spreche ich mit euch über eure Anliegen. Ich verstehe. Vielleicht könnte ich euch behilflich sein. Euer Angebot ist höchst willkommen. Wir nehmen eure Hilfe jederzeit gern an. Klar, das spart dir Arbeit, ne? Es ist mir ein Vergnügen. Was kann ich tun? Eine Gruppe Menschen hat etwa eine Tagesreise von hier entfernt ihr Lager aufgeschlagen. Wir wissen nicht, was sie wollen, aber wo Menschen sind, ist Ärger für gewöhnlich nicht weit. Da hat sie wohl recht. Was soll ich tun? Der Ort, an dem sie ihr Lager aufgeschlagen haben, heißt Falkenpein und ist ein heiliger Ort für die Elfen von Quintara. Ihr sollt herausfinden, warum die Menschen dort sind und sie vertreiben. Ich habe ein paar Fragen dazu. Natürlich, was wollt ihr wissen? Falkenpein, was für ein Ort ist Wie das? ich schon sagte, Falkenpein ist heiliges Land der Elfen. Vor vielen Jahren lebte eine Elfenkönigin, deren Name in eurer Sprache Falke lautete. Eines Tages war sie auf der Jagd und erlegte mit dem Bogen einen Hirsch. Als sie ihn fand, lag er am Ufer eines Teichs und verblutete langsam an einer Wunde in der Flanke.
Was ist Der Hirsch passiert? sprach zu ihr, und in ihm waren die Geister von Elfen, die zur Seele des Hirsches geworden waren, und Falke hatte mit ihrem Pfeil beide durchbohrt. Sie waren traurig und ängstlich zugleich, da ihr Leben auch das des Hirsches war und sie mit ihm sterben würden. Was hat Falke getan? Sie konnte nichts tun. Sie hielt den Kopf des Hirsches in den Armen, sang ihm Lieder und wusch seine Wunde mit ihren Tränen. Die Pein in ihrem Herzen nahm zu, während die alten Elfenstimmen langsam verstummten, nahm so sehr zu, dass Falke schließlich mit den Geistern starb. Das ist eine traurige Geschichte. Noch ein paar Fragen zu dieser Sache. Natürlich, was wollt ihr wissen? Diese Menschen, wie sollen sie vertrieben werden? Mir ist vollkommen gleichgültig, wie ihr sie vertreibt, aber eines müsst ihr wissen. Unter gar keinen Umständen dürft ihr auf diesem Land Blut vergießen. Okay. Die Geister dort fordern einen Preis. Einen Preis, den ihr auf gar keinen Fall bezahlen wollt, versteht ihr? Keiner erhebe die Hand gegen den anderen. Also muss ich denen irgendwie ein Ohr abquatschen und sie davon überzeugen zu verschwinden. Alles klar, noch ein paar Fragen zu dieser Sache. Natürlich, was wollt ihr wissen? Wie komme ich nach Falkenpein? Es ist nicht weit von hier. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Danke. Ich komme wieder, wenn die Aufgabe vollbracht ist. Ich glaube, wir wissen genug. Jo, dann. Angenommen, remove the humans from Falcon's Age. Ja, das könnte ich auf jeden Fall in dieser Folge noch machen. Ich werde hier mal ganz kurz das Video neu starten, damit es mir nicht während der Aufnahme abschmiert. Wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. So, hier bin ich wieder. Spiel ist neu gestartet. Ihr wisst ja inzwischen, wenn ihr schon mehr Folgen gesehen habt, dass mir das Spiel normalerweise so ab 35, 40 Minuten rum abschmiert. Es ist aber auch schon vorher vorgekommen. Und um dem vorzubeugen, damit ich keinen Datenverlust habe, starte ich halt vorsichtshalber zwischendurch neu. Sonst, dann brauche ich mich auch nicht ärgern. So, wir gehen doch mal zu dem Zwerg. Da muss es eine Option geben. Notfalls muss ich hier einen Intelligenztrank trinken, dass die Option verfügbar wird. So, nochmal hier rein. Ich habe neue Informationen von der Wache. Ach, das hätte ich vielleicht vorhin schon machen können. Die Wächter sagten, er wurde weder mit einer Waffe noch durch Magie getötet. Wisst ihr vielleicht um irgendwelche Beweise? Nur dieses Glas. Es hat so einen merkwürdigen Geruch. Du zeigst ihm das Glas. Er hält sich das Glas unter die Nase und riecht daran. Das ist Gift. In Quintara gibt es nur einen Apotheker und das ist Sharp. Wenn wirklich Gift im Spiel ist, dann hat er es verkauft. Ich muss irgendwie mit ihm reden. Da ich unter Hausarrest stehe, muss mir jemand helfen, meinen Namen reinzuwaschen. Wollt ihr mir dabei helfen? Nö. Ich würde euch gerne helfen, aber das hat natürlich seinen Preis. Genau. Ich gebe euch den wertvollen Stab von Xorant für eure Hilfe, Madame. Ich nehme euer Angebot an, Sir. Guten Tag. Ja, ich bin ja nicht die Wohlfahrt. Ab und zu muss ich auch mal an mich selbst denken, ne? Gut, dann war die Intention mit dem Apotheker gar nicht so falsch vorhin. Ich dachte zwar, der Apotheker, der kann das Glas analysieren oder so, aber das wird er wohl nicht machen. Der Apotheker, der kann das Gift identifizieren oder er hat das Gift vielleicht sogar selber hergestellt. Das versuchen wir jetzt mal herauszufinden und schauen wir mal, was er dazu sagt. Jetzt wird er ja wohl mit mir sprechen. Warte mal, wir haben den Quest gekriegt. Seek your wounds release by finding Red's Killer. Also, wir sollen seinen Ruf wiederherstellen, indem wir den Mörder finden. Schämt ihr euch denn gar nicht mit? Wie könnt ihr euch nur so in die Öffentlichkeit begeben? Ich suche nach Sharp. Warte mal, habt ihr irgendwas zu kaufen oder verkaufen möchtet? Schauen wir eben erstmal ins Gepäck. Intelligenztrank, den nehme ich an mich. Das Glum kannst du haben. Was ist das gleich wieder? Hautverstärkung habe ich, brauche ich aber. Habe ich bisher noch gar nicht gebraucht. Steigert die Schnelligkeit, habe ich auch zwei Stück.
Ja, gut, was hast denn du? Naja. Ich suche nach Sharp. Sharp wurde überraschend aus dem Dorf weggerufen. Ich bin seine Frau. Kann ich euch mit irgendwas helfen? Ich muss ihm etwas zu einem Gift fragen. Du zeigst ihr das Glas. Ja, ich erkenne sie wieder. Sehr charakteristischer Geruch. Verkauft ihr hier diese Art Gift? Ja, das tun wir. Ich weiß aber nicht, ob wir momentan etwas davon vorrätig haben. Das Gift in diesem Zar Glas hat Zorn getötet. Habt ihr ihn gekannt? Zorn ist tot? Bei den Göttern! Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Wir kennen uns schon sehr lange. Wir drei waren vor langer Zeit einmal befreundet. Aber als Sharp und ich zusammenzogen, wurde er sehr wütend. Wer hat ihn getötet? Etwa dieser zwergische Student, den er hatte? Warum wurde er wütend, als ihr zusammengezogen seid? Das ist... Warum nehmen eigentlich alle Elfen immer gleich an, dass ein Zwerg der Schuldige sein muss? Ihr habt recht, ich sollte keine Vermutungen anstellen. Ich kannte den Kerl ja nicht einmal. So unter Zorns Jucht zu stehen, könnte jeden zu einem Mord treiben. Ja, wir haben ihn ja selber erlebt, kurz mit ihm gesprochen, und das war nicht amüsant. Was hat Zorn getan, dass er ihn so verabscheut? Er begann damit, Hass und Lügen über Sharp und mich zu verbreiten. Er sagte, dass es anstößig und für das Dorf schädlich sei, wenn wir uns wie Menschen benehmen würden. Das waren seine Worte. Er war der Ansicht, ihr würdet elfische Gebräuche verwechseln? Verletzen? Ich glaube, dass er in Wirklichkeit eifersüchtig war. Sharp und er haben sich in späteren Jahren oft bekriegt. Hasste Sharps Zorn genug, um ihn zu, ja, hasste Sharp Zorn genug, um ihn zu töten? Es war eigentlich genau umgekehrt. Ich glaube, Zorn wurde etwas labil. Natürlich wissen wir alle, dass Elfen einander nicht mutwillig aufgrund solcher Dinge wie Eifersucht töten. Ja, klar. Und mein Hamster strickt sich gerade neue Söckchen. Könnte Sharp Zorn vergiftet haben, um euch zu schützen? Wenn er gefühlt hätte, dass ich in Gefahr sei, glaube ich schon, dass er etwas unternommen hätte, um mich zu beschützen. Er hätte sich sogar selbst geopfert, aber wie gesagt, würden Elfen nicht im Traum daran denken, einander umzubringen. Wir sehen die Dinge in einem größeren Rahmen. Dieses Leben ist nur eines von vielen Leben, in dem wir Elfen existieren. Wenn wir sterben, erreichen wir einfach eine andere Stufe. Welchen Zweck würde also ein Mord dienen? Aber er selbst sagte doch, dass Zorn labil war. Warte mal, Mord ist kein logischer Akt. Er wird gewöhnlich durch gewalttätige Emotionen gesteuert, so ist es. Vielleicht kann man Leute eures Volkes zum Mord treiben. Hallo, ich bin Halbelfe, immerhin. Aber Elfen stehen über solchen Dingen. Niemand steht über solchen Dingen, nicht einmal Elfen. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr jetzt meinen Laden verlassen würdet. Ich habe nichts mehr mit euch zu bereden. Ihr seid mit mir fertig, wenn ich sage, dass ihr fertig seid, Schlampe. Oh, das lasse ich lieber. Ich muss jetzt gehen. Das lasse ich lieber. Deswegen muss ich sie doch nicht gleich als Schlampe bezeichnen. Und ja, das wäre mit Sicherheit eine böse Tat. Wie ist denn eigentlich mein Gutometer auf 100? Ich könnte mir eine böse Tat durchaus leisten. Vielleicht sollte ich nochmal mit der Wache sprechen. Wir haben ja jetzt immerhin rausgefunden, dass die Apotheker dieses Gift kennen und auch verkaufen. Noch weiter. Das könnte die Wache interessieren, auch wenn wir jetzt nicht ausdrücklich den Auftrag dafür bekommen haben. Aber reden wir mal mit ihm. Ich glaube, ich weiß, wer Zorn getötet hat. Oh, und wer könnte das wohl sein? Sharp. Zorn und Sharp waren in dieselbe Frau verliebt. Ja, ich weiß alles über diese verrückte Sache, aber Elfen wie wir töten einander nicht. Mi, 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 das habe ich heute schon so oft gehört. Ihr müsst mir schon einen Beweis bringen, damit ich euch diese tollkühne Anschuldigung abkaufe. Elfen wie ihr? Gibt es noch andere Arten von Elfen? Elfen wie wir? Das ist doch zweimal... Warte mal. Gibt es noch an? Ja, genau. Treibt kein Spielchen mit mir. Ihr seid ein Elf. Ihr wisst doch, wovon ich spreche. Ah, jetzt plötzlich bin ich Elf. Vorhin war ich jemand von einem anderen Volk, ne? Bitte klärt mich auf. Oh ja, natürlich. Ich bin neu hier in der Gegend.
Er wirft einen Blick in die Runde, um sich zu versichern, dass sonst niemand zuhört. Dann beginnt er zu flüstern. Die Dunklen, habt ihr noch nie etwas von den Dunkelelfen gehört? Nein, habe ich nicht. Was könnt ihr mir sonst noch über sie erzählen? Ich hatte darüber eigentlich gar nichts sagen dürfen. Ich weiß nicht, wie ihr das aus mir herausbekommen habt, aber mehr werde ich euch nicht sagen. Oh ja, natürlich. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ja, und wie hilft mir das jetzt weiter? Vielleicht sollte ich mir die Apotheke noch mal vorknöpfen. Möglicherweise hätte ich die Apotheke mal durchsuchen sollen. Weil wenn die da Gift verkaufen, vielleicht gibt es da Aufzeichnungen oder sowas. Ich würde den Fall in dieser Folge gerne noch aufklären. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt splitten. Außerdem ist es eine gute Geschichte. So. Vase verschlossen. Aha! Ich sagte euch doch, dass ihr mich in Ruhe lassen sollt. Moment, ich speichere mal. Kann ich mich an der Vase zu schaffen machen? Dumm-di-dumm-di-dumm. Schleichen. Ist zwar ein bisschen deppert, aber verschlossen. Schloss wurde nicht geknackt. Schloss wurde nicht geknackt. Das Schloss wurde geknackt. Was haben wir denn da? An dieser Fiole gibt es immer noch Spuren des Gifts, das sie einmal enthielt. Das ist doch ein Beweis. Wenn das kein Beweis ist, damit sollte ich doch echt zur Wache gehen. Wenn da, warte mal, vielleicht sollte ich nochmal die Apothekerin damit. Nee, die redet nicht mit mir. Gut, damit gehe ich jetzt zur Wache. Das muss doch die Lösung des Falls sein, oder? Allerdings kann die jetzt natürlich sagen, dass ich diesen Beweis gestohlen habe und gestohlene Beweismittel vor Gericht nicht verwendet werden können oder so ähnlich. Aber es heißt ja nicht, dass das bei Elfen auch so ist. Aber normalerweise gehe ich davon aus, dass das die Lösung des Falls ist. Wieder zurück, hä? Hier ist der Beweis, den ihr braucht, um Sharp zu überführen. Er schaut sich die leere Giftampulle an. Das ist nicht möglich. Elfen töten doch einander nicht. Das passiert einfach nicht. Er schüttelt den Kopf. Ich hätte es wissen müssen, so wie die zusammen im selben Haus lebten und sich benahmen, als wären sie verheiratet. Was wollt ihr damit andeuten? Unser Dorf ist unsere Familie. Romantische Liebe ist etwas, mit dem einige von experimentieren, wenn sie noch jung sind. Aber kein Erwachsener, der etwas auf sich hält, schottet sich auf diese Weise von der Gesellschaft ab. Das unterbricht den Fluss in der Gesellschaft. Was soll das denn jetzt heißen? Dass es bei den Elfen jeder mit jedem macht oder was? Sharp wollte offensichtlich unbedingt die gesellschaftliche Ordnung ruinieren. Ich wusste, dass so etwas irgendwann einmal passieren würde. Diese Verrückten versuchen Quintara durch ihre Heirat zu ruinieren. Das alles ergibt langsam einen Sinn. Ich nehme doch an, dass ihr Jormund jetzt freilassen werdet. Natürlich, es steht ihm frei zu gehen. Ich werde trotzdem ein paar Männer hinschicken, um diese Anarchisten zu verhaften. Oh Gott, weil sie ein eheähnliches Verhältnis hatten, sind es Anarchisten. Dann werde ich euch jetzt verlassen. Naja, gut, dann kümmert euch mal um die Anarchisten, da mische ich mich nicht ein. Vielen Dank, dass ihr meinen Namen reingewaschen habt. Gern geschehen. Hier ist, wie versprochen, der Stab. Die Tür zu meinem Haus steht euch immer offen. Geht ihr denn nicht fort, wo Zorn doch jetzt tot ist? Sicher, früher oder später werde ich diesen Ort verlassen. Aber erstmal muss ich mich ja entscheiden, wohin ich gehen will, oder? Das kann bei Zwergen wahrscheinlich ein, zwei Jahrhunderte dauern, bis der meine Entscheidung getroffen hat. Warum begleitet ihr mich nicht bei meinen Abenteuern? Würde er das tun? Ihr scheint bereits genügend Leute zu haben. Scheint so. Wir könnten also einen Elfenmagier. Das klingt interessant. Trotzdem vielen Dank, dass er meinen Namen reingewaschen hat. Vielleicht komme ich auf das Angebot zurück. So, wie sieht's denn jetzt hier im Questbuch aus? Haben wir geschafft. Und zwar gerade noch rechtzeitig vor Abschluss des Videos. Sehr schön. Wie es weitergeht mit der Hauptquestreihe. Also das nächste Mal werden wir uns hierum kümmern. Und die Menschen von Falcons Gedöns entfernen.
Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.